Hallo, meine Lieben, schön, dass du hier bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zur Legung für deinen Herzensmenschen. Ja, meine Lieben, schauen wir mal rein. Was ist bei deinem Herzensmensch gerade so los? Wie sind seine Gedanken, seine Gefühle und sein nächster Schritt in deine Richtung? Ja, meine Lieben, schau, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es ist eine allgemeine Legung und ich lege immer aus der Sicht einer Frau, die einen Mann liebt, auch wenn du jetzt als Mann schaust oder egal in welcher Verbindung du bist, dreh es einfach für dich pa dann passend um. Ja, ich hoffe, es geht dir gut, meine Lieben. Und vielleicht hattest du auch gestern am Valentinstag den einen oder anderen Kontakt mit deinem Herzensmenschen. Vielleicht habt ihr euch auch gesehen, habt zusammen was unternommen. Dann freut mich das natürlich von ganzem Herzen. Und jetzt schauen wir einfach mal rein. Was ist bei deinem Herzensmensch gerade so los? Worum geht's bei ihm? Was bewegt sich da so? Dann auch wieder in deine Richtung. Und wir schauen jetzt erstmal auf die Gedanken deines Herzensmenschen. Und du schaust, ob es deine Legung ist, meine Lieben. Die Gedanken deines Herzensmenschen, was bewegt sich da gerade? Was tut sich da so? Wie sind seine Gedanken? Seine Gedanken. Worüber denkt er gerade nach? Was sind seine Gedanken? Wir haben hier den Park. Sehr schön. Ja, Treffen, Begegnungen. Vielleicht denkt er schon ans nächste Treffen. Schauen wir mal, was sich noch so zeigt. Ja, vielleicht an ein Wiedersehen. Also ich nehme es hier so wahr. Hier geht es schon um ein Treffen, eine Begegnung. Der Park hier, ne? Vielleicht trefft ihr euch wirklich hier in einem Park. Mit dem Klee in Kürze, also da könnte es in Kürze zu einem Wiedersehen kommen. Ja, und das ist auch sein ganzes Bemühen, seine ganze Kraft. Da steckt er jetzt seine ganze Kraft rein, hier dich wiederzusehen. Ne? Dass es auch nicht so lange dauert, kriege ich hier so rein, bis ihr euch wieder seht. Ne? Also bis es hier wieder zu einem Treffen kommt. Da steckt er jetzt alles rein. Also seine ganze Kraft liegt jetzt darauf, dass es hier in Kürze wieder zu einem Treffen, zu einer Begegnung zwischen euch kommt. Und ich habe hier auch sehr schöne Zahlen. Ich habe hier die 2 und die 20. Also sehr schön. Ich nehme es hier so wahr. Ja, das ist so am, es könnte vielleicht so am Aufbau einer Verbindung sein. Vielleicht habt ihr euch jetzt schon ein paar Mal getroffen und das baut sich hier immer mehr auf. Also da kommt immer, es festigt sich mit dem Bär. Denn der Bär steht ja für Kraft und für Stärke. Also da festigt sich etwas, da stabilisiert sich etwas. Ne? Der Bär ist ja auch ein sehr stabiles Tier. Also ich nehme es hier so mal, da sind schon starke Gedanken an dich, weil wir ja hier in der Gedankenebene sind. Man beschäftigt sich sehr damit, meine Lieben, hier wieder ja in Kontakt zu bleiben, das nächste Treffen vielleicht hier vorzubereiten. Und also ich kriege sehr als sehr schöne Energie rein. Ja, was tut sich denn hier auf der Herzebene so? Ja, sehr schön, meine Lieben, sehr schön, sehr schön. Auf der Herzebene, ja, da haben wir eigentlich schon so die tiefen Gefühle, ne? Also da fließt etwas, da bewegt sich etwas. Mit der Sense hier auch ganz plötzlich könnten hier Gefühle entstehen zwischen euch. Also da ist plötzlich hier die Fische, die Karte der Fische steht hier auch für eine Seelenpartnerschaft. Also vielleicht auch der Bär steht hier für etwas Altes. Also ihr könntet hier wirklich eine Seelenverbindung haben. Ja, und das könnte euch hier auch ganz plötzlich bewusst werden. Denn ja, es könnte auch sein, dass es hier sehr schnell in eine feste Beziehung geht. Aber wir haben ja auch die Sense. Das ist hier noch so ein bisschen
Also ein bisschen vorsichtig könnte man hier sein, das vielleicht hier gleich auch zu fest zu gestalten. Also da schau jetzt mal auf deine Situation. Ansonsten nehme ich es hier auch so wahr, man bemüht sich hier sehr, ne, mit der Sense. Das ist so die Mühe. Man arbeitet daran, man beschäftigt sich damit. Man beschäftigt sich ja auch damit, hier die Gefühle zu vertiefen, mit der Tiefe der Gefühle. Das nehme ich hier so wahr. Also da ist schon etwas, da kommt etwas ins Fließen. Ja, vielleicht beschäftigt man sich hier auch wirklich schon mit der Familiengründung, weil wir hier 5 Fische auf der Karte haben. Ja, und es kommt hier ganz schnell zu einer festen Beziehung, weil man, ja, ich krieg's hier so rein, da ist eine starke seelische Verbindung zwischen euch, meine Lieben. Und jetzt schauen wir mal weiter. Hier haben wir die Nachrichten. Hier haben wir die Vögel und hier haben wir die Mäuse. Ja. Also ich nehme es hier so wahr, hier ist reger Kontakt. Na? Und ich kriege hier auch mit den Mäusen schon so ein bisschen das Vermissen rein. Oder wenn man hier mal keinen Kontakt hat, ne? Wenn vielleicht hier mal vielleicht nicht gleich geantwortet wird, kriege ich hier auch so rein, dann vermisst man schon etwas. Also man freut sich hier über diesen Kontakt. Man ist hier auch sehr aufgeregt. Und mit den Mäusen, ich nehme die Mäuse hier wirklich, ja, als etwas wahr, was hier eher so ins Vermissen geht. Also das nagt, ne? Also wenn man hier keine Nachricht bekommt oder vielleicht hier länger warten muss, vielleicht der Kontakt nicht so fließend ist, dann ist das hier vielleicht noch ein bisschen störend, ne? Also dann könnte es sein, dass man hier dann auch was vermisst oder hier vielleicht nochmal nachfragt, hey, warum hast du mir nicht gleich geantwortet oder warum höre ich erst jetzt von dir? Aber da, es ist schon sehr viel Arbeit hier, ne? Also ich nehme es hier so wahr, die Mühe lohnt sich. Also hier, ne? Der nächste Schritt in deine Richtung ist hier, man hält hier auch den Kontakt. Man möchte hier auch einen fließenden Kontakt. Ja, und vielleicht ist da das ein oder andere, wo man hier vielleicht auch mal nachfragt, krieg ich hier so rein, wenn du vielleicht nicht gleich antwortest. Auch das kann es sein. Ich habe hier das Schicksalskreuz am unteren Kartenrand. Also ja, das Schicksalskreuz steht oft für Prüfungen, Lernaufgaben, Karma. Der Bär steht auch für Karma. Also es kann auch sein, dass es hier wirklich eine schicksalhafte, auch eine karmische Verbindung ist. Es kann sich hier auch Karma auflösen mit den Mäusen. Es kann sich hier auch alte Verbindungen oder alte karmische Themen, kriege ich hier so rein, die in dieser Verbindung gelöst werden können. Vielleicht sind hier auch Verlustängste. Ne, man hat hier vielleicht auch Angst, hier den Kontakt wieder zu verlieren. Ne? Also auch das kriege ich rein. Ich nehme es hier so wahr. Wie ich schon sagte, ich nehme es hier so wahr, hier gibt es noch mehrere Treffen zwischen euch und es verstärkt sich hier etwas mit dem Bär. Also es nimmt etwas zu. Ne? Also es nimmt zu, die Treffen, die Begegnungen zwischen euch nehmen zu. Ja, und vielleicht arbeitet man hier wirklich schon auch mit sehr viel Emotionen. Also ich nehme es hier so wahr, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Dass man hier auch relativ schnell seine Gefühle hier offenbart. Also, dass sich das auch wirklich vertieft. Man führt hier vielleicht auch tiefgründige Gespräche, tiefgründige Kommunikation. Ja, und das schafft hier dann natürlich eine gewisse Verbundenheit. Das kriege ich hier so rein. Und ich nehme das mit den Mäusen hier so ein bisschen als Verlustängste wahr. Oder man hat hier auch wirklich vielleicht die Angst, hier den Kontakt wieder zu verlieren, aus welchen Gründen auch immer. Aber hier könnten vielleicht die ein oder andere Prüfung oder auch Lernaufgabe in dieser Verbindung sein. Denn karmische Verbindungen sind ja oftmals auch nicht unbedingt einfach.
Ich nehme es hier fast so als eine karmische Verbindung hier auch wahr. Und dadurch könnte sich ja auch etwas auflösen. Also es wird dann hier wieder leichter mit den Vögeln, denn die Vögeln sprechen von Leichtigkeit und die Mäuse eher von was Besorgtem, etwas, was hier Kummer bereitet. Ja, und vielleicht kommt hier eine gewisse Leichtigkeit hier auch in eure Verbindung. Und es löst hier etwas auf. Also die Angst wird dir genommen. So kriege ich es gerade rein. Der Kontakt hier wird bestehen bleiben. Du brauchst dir hier keine Sorgen zu machen. Auch das kriege ich hier so rein. Also sehr schön. Ich nehme es hier wirklich so wahr, dass man hier ganz plötzlich hier auch wirklich über ja ganz tiefe Gefühle füreinander entwickelt. Eventuell in kurzer Zeit. Also, und das, da ist schon etwas im Herzen, weil das ist ja die Herzebene, von deinem Herzensmenschen. Das sind schon tiefe Gefühle. Also, man möchte hier unbedingt hier auch dich spüren. Also, und ja, sich dem hingeben. Und ich nehme es hier so wahr, dass das hier auch mit dem Anker hier wie auf beiden Seiten, ne? Auf beiden Seiten fühlt man sich da vielleicht auch sehr zueinander hingezogen. Also man kann sich da auch so richtig fallen lassen. Auch das kriege ich hier so rein. Und es kann durchaus möglich sein, dass ihr euch hier noch gar nicht so lange kennt. Na, es kann auch sein, dass du hier diesem Menschen in Kürze erst begegnest. Und dass man hier gleich so eine tiefe Verbindung, also es scheint hier alles sehr schnell zu gehen. Man scheint sich hier auch ganz schnell sicher zu sein, dass das das ist, was man haben will. Und man hat irgendwie aber hier noch ein bisschen Ängste. Angst vielleicht hier auch, ja, entweder etwas auszusprechen oder ich habe hier auch so ein bisschen die üble Nachrede hier mit den Vögeln und den Mäusen, ne? Hier haben wir den Kontakt oder die Nachrichten, vielleicht auch hier so im Umfeld, dass man hier so ein bisschen schlechtes Gerede. Auch das kann sein, ne? Dass man hier Neuigkeiten verbreitet, die hier eher negativ sind oder dass er hier vielleicht auch mit für Gesprächsstoff sorgt, kriege ich hier so rein. Auch das wäre möglich, ne? Aber eher hier so mit den Mäusen, eher so ins Negative. Also vielleicht kann es auch möglich sein, dass ja, hier so Klatsch und Tratsch, alles hier irgendwie so ein bisschen schlecht geredet wird, ne? Also da schau mal, vielleicht auch in deinem Umfeld, ne? Also dass es hier Menschen in deinem Umfeld gibt, die dann vielleicht sagen, ja, wie kannst du, wenn hier alles so schnell geht, ja, ne? Da kannst du vielleicht nicht trauen oder so. Aber ich nehme es hier wirklich als etwas, es ist wichtig, es ist eine Prüfung, es ist eine Lernaufgabe, es ist etwas Schicksalhaftes. Es kann wirklich auch etwas Karmisches sein hier. Ne? Karma, wo dann hier getrennt wird, wo sich hier auflöst, vielleicht auch auf beiden Seiten. Vielleicht, ja, findet man hier jetzt auch wieder in die tiefen Gefühle. Vielleicht hat man hier auch mehr nur so an der Oberfläche. Ja, hat man sich eher so in der Vergangenheit eher an der Oberfläche bewegt. Und jetzt kommt es ganz plötzlich hier zu richtig tiefen Gefühlen. Auch das kriege ich hier so rein. Jetzt schauen wir mal ins Liebesorakel, was die Karten hier noch sagen. Da fällt schon was. Ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart. Der Schleier wird sich bald lüften. Ja, also es kann wirklich möglich sein, dass du hier in Kürze erst jemanden begegnest. Jemand scheint dich hier schon zu beobachten, wie ich bereits sagte, dass es hier in Kürze erst zu einer Begegnung zwischen euch kommt. Und eine Karte möchte ich bitte noch. Ja, und ich habe hier die Zwillingsseelen. Ja, das ist definitiv hier eine karmische Verbindung zwischen euch, Zwillingsseelen. Ja. Da spürst du auch gleich diese innere Verbundenheit.
Und ja, lass dir das auch hier nicht mies machen. Also, ne? Ich nehme es ja so wahr, der Kontakt bleibt bestehen. Vielleicht hat man hier, tauscht man hier auch seine Ängste und seine Sorgen, seine Nöte miteinander aus. Auch das kann es sein. Man spricht, ne? Also hier, man bleibt hier vielleicht auch nicht nur so an der Oberfläche, sondern dadurch, dass sich hier alles sehr schnell vertieft, spricht man hier auch seine innersten Ängste und seine innersten Sorgen wirklich hier in dieser Verbindung aus, den Zwillingsseelen. Das ist etwas, ja, man fühlt sich sehr zueinander hingezogen. Also da ist sofort die Chemie auch da, diese Verbundenheit auch da. Und das ist etwas Schicksalhaftes, das ist eine schicksalhafte Begegnung. Und ja, das Geheimnis wird sich lüften. Also, wie gesagt, entweder man schaut hier noch, aber es wird hier in Kürze zu einem Treffen, zu einer Begegnung kommen mit deiner Zwillingsseele. Und ich habe hier auch, wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Also gib dich diesem hin. Du brauchst hier keine Angst und keine Sorgen zu haben, meine Lieben. Du darfst dich dem hingeben. Gib dich dem hin. Es kann alles wirklich hier sehr schnell gehen, kriege ich hier so rein. So, meine Lieben, ich nehme jetzt noch eine Karte aus den Engeln der Liebe für diese Legung für euch. Und wir schauen mal, was da noch fällt. Hoppla, das sind zu viele. Eine Nachricht aus den Engeln der Liebe. Die wahre Liebe, dies ist die Liebe deines Lebens. Wie schön. Also, dies ist die Liebe deines Lebens, sagen die Engel der Liebe, eine Zwillingsseelenverbindung, die sich demnächst offenbart. Also, ich nehme es wirklich hier so wahr, dass du hier in Kürze diesem Menschen erst begegnen könntest, meine Lieben. Und ich nehme jetzt noch ein Krafttier für dich. Welches Krafttier begleitet dich? Weil ich ja auch so den Bären, mir sticht immer so dieser Bär ins Auge für etwas Starkes, für etwas Kräftiges, dass sich ja auch etwas stärkt, also dass es hier auch seelisch gut tut, diese Verbindung. Also das kriege ich hier wirklich so rein. Und ich möchte jetzt mal hier noch ein Krafttier für dich nehmen. Welches Krafttier begleitet dich jetzt auch in diesem Prozess? Und da ist es gefallen. Und wir haben hier den DAX, wir haben hier die Heilung. Lenke deine Aufmerksamkeit auf dich, deine Lebensgewohnheiten und Muster. Du kannst jederzeit beginnen, dein Leben umzugestalten. Ja, sehr schön, meine Lieben. Ich lege mal hier dazu, der DAX, also da kann wirklich hier auch Heilung entstehen in dieser Verbindung. Ja, und du kannst jederzeit beginnen, dein Leben umzugestalten. Also auch eine sehr schöne Botschaft für dich in dieser Legung. Sehr schön. Ja, achte mal auf deine Lebensgewohnheiten und Muster. Sehr schön. Also hier könnte hier wirklich, achte darauf, dass du hier vielleicht auch zu diesem Menschen den Kontakt nicht wieder verlierst, also dass sich das hier nicht wieder auflöst. Also ich nehme es hier aber auch so wahr, dass ihr auch darauf achtet, dass man hier in regen Kontakt miteinander bleibt und dass hier dieser Kontakt, ne, nicht wieder verloren geht. Ja, vielleicht gibt es hier auch im Umfeld von dir oder demjenigen hier so ein bisschen schlechtes Gerede oder man versucht hier einfach das Ganze so ein bisschen ins Negative zu ziehen, meine Lieben, dann lass dich davon nicht beeinflussen. Ne? Es ist dein Leben. So, meine Lieben, und damit lass ich diese Legung hier so stehen, lass mir gerne ein Abo da, gib mir einen Daumen hoch, schreib mir einen lieben netten Kommentar und ich wünsche dir natürlich eine schöne Zeit, lass es dir gut gehen
Und ich freue mich, wenn du wieder bei mir dabei bist. Die Kartendecks findest du in der Infobox unter diesem Video. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Tatjana.